Es gibt ja manchmal so Tage, da findet abends eine große Party statt und davor muss man noch, weiß ich nicht, Milch einkaufen gehen oder eine Klausur schreiben, also etwas, worauf man nicht so Lust hat. Ist das jetzt das Gefühl, mit dem ihr in das Augsburg-Spiel geht? Nee, wir denken über ganz vieles nach, nur nicht über eine Party. Wir wissen, dass natürlich morgen das Spiel gegen Augsburg ansteht und es ist uns auch nicht entgangen, dass wir dann am Dienstag ein extrem wichtiges Spiel in der Champions League haben. Aber wir denken über die beiden Spiele nach und gehen sehr, sehr inhaltlich mit diesen Themen um. Und Party haben wir nicht eine Sekunde drüber gesprochen. Es sind ja sicherlich einige Spieler, die zuletzt sehr, sehr viel gespielt haben. Wirst du da viel rotieren und überspitzt gesagt, könntest du ja quasi auch den Busfahrer spielen lassen, weil so viel geht ja auch nicht mehr nach oben und unten. Es klingt jetzt ein bisschen respektlos, wenn man den Busfahrer ins Spiel bringt. Aber wer Schulle kennt und vor allen Dingen hier die Journalisten im Raum und wer schon mal gesehen hat, wenn er seinen Fallrückzieher auspackt, also der kann das, der kann eigentlich richtig gut kicken. Aber nein, jetzt Spaß beiseite. Wir werden natürlich morgen uns da Gedanken machen, nicht nur Frische auf dem Platz zu haben, sondern auch wieder Chancen zu verteilen, weil das ist das, was sich anbietet in so einem Spiel wie morgen, wo jetzt nicht der ultimative Druck drauf ist, weil wir jetzt unser Minimalziel erreicht haben. Trotzdem stimme ich auch nicht zu, dass nach oben nichts geht. Also es sind 5 Punkte bei noch 3 Spielen, also auf Platz 4. Da ist rein theoretisch auch noch was möglich und deshalb, solange wir mit Punkten unsere Situation verbessern können in der Tabelle, werden wir das versuchen zu nutzen.